So, hallo und herzlich willkommen, Leute. Meine Einer ist bei Magic 2014. Ich selber habe noch gar keinen Plan hier, was eigentlich hier abgeht. Deswegen, ja, schauen wir einfach mal rein, würde ich sagen. Jeder Spieler gewinnt, bla bla bla, den es gelebt, seines Gegners gewinnt das Spiel. Alles klar. So, wir haben. Ja, jetzt muss man hier natürlich erstmal gucken. Sieben Karten auf der Hand. Verwende diese Maus um. Ach so. Karte spielen. Karten auf der Hand, verwende die Maus, um eine Karte aus der Hand zu wählen und verwende das Mautrad, um die gewählte Karte zu vergrößern. Alles klar. Hauptphase. Was? Dein Gegner spielt in diesem seinen ersten Zug ein Land. Sobald sie im Spiel sind, kannst du Länder tappen, damit sie dir das Mana zur Verfügung stellen, das du zum Wirken von Zaubersprüchen brauchst. Gut. Zu produzieren und beschwört Mana mit einer Kreatur. Aha. Tragen daher den Gegner und. Aha. So, wir haben jetzt hier sozusagen das erste, was. Du kannst in jedem deiner Züge ein Land spielen. Spiele jetzt ein Land deiner Wahl. Hab ja auch so viele Möglichkeiten. Achso, weil die mehr kosten. 2, 3, 7. Jetzt kann er mich natürlich angreifen, klar, was? Ist natürlich jedenfalls jetzt erstmal so, was? Ja, ist natürlich jetzt momentan erstmal so eine Steam-mäßig aktualisierte Sache. Und jetzt könnte ich zum Beispiel den hier spielen. Karte spielen. Kann ich, ja, kann ich im selben Zug angreifen? Das wissen wir. Ja, ist jetzt natürlich eben halt mal zum Reinschauen ist ganz okay, aber. Koppeln greift an, da der Rund. Oh. Was ungetappt ist, kannst du ihn mit blocken. Blocken. Achso, hier blocken. So, der greift mich jetzt natürlich an. Dadurch ist er jetzt natürlich so. Ich verliere natürlich einen Punkt, logisch. Und die Punkte wurden resettet. Ja, ist ja okay. Jetzt drücken wir A. Und wir rufen dich.
Halt. Und Angriff. So geht das eigentlich jetzt die ganze Zeit. Ist jetzt natürlich die Frage, muss ich ja selber wissen. Ist natürlich gegenüber Hearthstone jetzt doch in der ganzen Ecke anders. Ja, wir wissen's. So, hier gibt es noch mal eine Information. Ach so. In der ersten Phase praktisch unten. So, die vernichten sich jetzt beide gegenseitig. Ich hätte wohl mal beide auswählen sollen. Naja, gut, okay, man kann ja nicht alles haben. Und Angriff. So. Erstmal gleich 7 Punkte weniger. Nummer 1. Nummer 2. Und jetzt kriege ich ja nochmal eine vom Kopf. Und Nummer 3. Okay, der hat einen Vierer. Wenn ich den mit den 2-Zweiern angreife. Ist, glaube ich, besser. Achso, man kann sich aussuchen, welche Karte man blocken kann. Das wusste ich jetzt nicht. Aber ist okay. Kann man so stehen lassen. Vielleicht hätte ich mal die Karte direkt angreifen sollen. Wäre, glaube ich, besser gewesen. Jetzt hat er 2 Vierer. Dumme ist, was wird er machen? Er verzichtet eben halt praktisch, anstatt die zu 2er platt zu machen, verzichtet er darauf, den großen Schaden zu nehmen, ist klar, ne? Naja. Also ich denke mal, er wird sowieso verloren haben, davon abgesehen. Oh, Attacke und das war's. Ja, das war die erste Einführungsrunde, also dort, wo man das doch nochmal alles ein bisschen genauer erklärt.
Ob es euch gefällt, das ist, denke ich, überlasse ich mal euch. Und ja, da würde ich auf alle Fälle mal sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Und Sieg! Ist vielleicht nicht jedermanns Sache, aber okay. Bis dann, ciao!